Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls Prepare to Die Edition. Und ihr seht schon, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe offscreen ein bisschen was in mein Handwerk investiert. Ich war beim Schmied in Arno Londo und habe mir zur Ornstein-Rüstung den passenden Drachentöterspeer gebaut. Das ist nämlich die Waffe, die Ornstein gegen mich geführt hat. Und der Speer ist nämlich ziemlich geil. Es ist eigentlich der beste Speer im Spiel. Aus dem einfachen Grund, da er mit Stärke auf C skaliert, mit Beweglichkeit auf B und mit Wille auf B. Ich habe ihn jetzt erst auf plus 2 abgegradet, weil ich nicht genug Seelen hatte für ein weiteres Upgrade. Jede Stufe kostet euch 5000 Seelen und Dämonentitanit, um ihn aufzurüsten. Ihr seht, ich habe jetzt physisch 114 plus 109 und Blitzschaden 78 plus 14. Ich habe den Speer noch nicht ausprobiert, das werde ich jetzt mal machen. Jetzt bin ich zwar ziemlich langsam unterwegs, aber das ist mir egal. Ihr wisst ja, mit Speeren kann man blocken und gleichzeitig zustechen. Was sehr, sehr cool ist. Ja, der Schaden ist moderat, sage ich mal. Wir können nicht nur zustechen mit dem Speer, wir können auch dasselbe wie Ornstein. Wir können nämlich, Moment, Blitze damit verschießen. Au. Gut, so viel dazu. Show and Tell ist vorbei. Ich bleibe jetzt mal beim Uchi-Katana, bis ich da mein Blitzspiel auf dem guten Wert habe, sage ich jetzt mal. So, der Kerl ist tot. Wir wollen zu Meister Logan, um ihn aus seiner Zelle zu befreien. Ah, die Kanalisierer sind auch wieder da. Unsere allerbesten Freunde. Geh doch weg, du Kristallbimbo. Ah! Ich wollte es gerade sagen, da waren Bogenschütze hinter mir. Ja, aus Leichtsinnigkeit stirbt man ganz, ganz schnell. Aber ich musste meinen Todescount ein bisschen pushen, weil jemand meinte, ich soll so lange spielen, bis der dreistellig ist. Ob ich das mache, weiß ich nicht. Das kann eine ziemlich lange Zeit dauern. Aber ich denke mal nicht. Und was sich ja auch herausgestellt hat in der letzten kleinen Dark Souls Umfrage, New Game Plus oder nicht? Ja, so gut wie jeder war dafür. Ja, also es wird definitiv ein New Game Plus geben, nur für euch. Aber es kann jetzt noch eine Zeit auf sich warten lassen, denn wir sind noch sehr, sehr weit entfernt vom Ende des Spiels. Ja, was heißt sehr, sehr weit? Ein Stückchen eben. Ein bisschen. Ja, ihr wisst, was ich meine. So. Tschuk. Verloren ist gut zurückerlangt. So soll's sein. Jetzt muss ich nur gucken, wo ging's denn hier zu Logan? Der war doch hier irgendwo auf einer Seitenstraße. Bin ich da überhaupt richtig oder muss ich da noch ein Stockwerk höher? Hallöchen. Hallöchen, ihr zwei. Ja, ich glaube, ich muss ein Stockwerk höher dafür. Na, hör doch dein Schubsen auf. Ach, und was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe mir ein Level gegönnt von den letzten sehr, sehr vielen Seelen. Und ich habe diesen Punkt in... Jetzt muss ich überlegen, wie der Wert heißt. In Zauberei investiert, genau. Da bin ich jetzt von 9 auf 10 gesprungen. Wenn ihr einen... Intelligenz heißt es, nicht Zauberwert. Wenn ihr Intelligenz ab Stufe... Also ab 10 Punkte habt, dann lernt euch der Schüler von Logan, den ich damals aus... den ich damals beim Ziegendämon unten befreit habe, nämlich seine Magie. Er braucht nämlich Intelligenz von Stufe 10 dafür.
Und ich habe mich immer gewundert, ja, warum lernt mir der denn nix? Hallo, Herr Kanalisierer. Ah, da beamt er sich wieder weg. Das war aber so klar. Wo beamst du dich denn hin? Hier bist du. Ah, bleib doch mal hier. Ah, jetzt ist er da vorne. Ich sehe dich. Dich sehe ich auch. Ich sehe euch alle. Das ist jetzt gar nicht fies, oder? Bogenschütze und Magie. Ha! Deutlich schneller als du. So, der Weg ist jetzt genau auf der anderen Seite. Müsste nämlich hier unten irgendwo sein. Dachte ich zumindest. Logan, wo bist du? Nee, also hier bin ich falsch, definitiv. Ah, wo war denn diese blöde Zelle? In den letzten Videos bin ich mindestens 50 Mal daran vorbeigelaufen, ja. Und wenn ich es brauche, finde ich es nicht. Also auf der untersten Ebene war es nicht, das weiß ich. Ach! Da unten? Nee, da unten auch. Ja, ich stelle mich wieder so dumm an. Nicht sterben. Nee, da und... Nee, war das da? Ich weiß es nicht. Huh, da geht's tief runter. Ja, ja, Herr Kanalisierer. Ah. Du kleiner, beam dich... Ach, da unten ist die Tür, genau. Bin ich wahrscheinlich voll den Umweg gelaufen, ja, über 5 Ecken, aber egal. Solange wir zum Meister Logan gelangen, ist das alles kein Problem. Natürlich gibt es böse Männchen, die nicht wollen, dass ich zum Meister Logan komme. So. Ich heile mich nochmal kurz. Ihr wisst ja, jetzt müssen wir den großen Abstieg nochmal wagen. Gott sei Dank habe ich den Plattenspieler ausgeschaltet. Was bedeutet, dass diese komischen Wurmviecher mit den Tentakeln nicht mehr kommen? Also sie kommen schon noch, aber nicht mehr die Treppe raufgestürmt. So, nur ein toter Schlangenmensch ist ein guter Schlangenmensch. Und guck mal, dass ich schon wieder Seelen beieinander habe. Eieiei, das geht ja fix. Gut, ich brauche zwar schon fast das Sechsfache für ein Level-Up, aber hey. Der Wille zählt. Läuft mir da was nach? Ja, da läuft mir was nach. Das ist ja der Nachteil, wenn man die ganzen Zellen aufsperrt, ne? Ups. Und ihr droppt nur wieder Kristallwaffen, oder? Ja, und Caduceus-Schilde. Brauche ich alles nicht. Brauche ich alles nicht. Kristallwaffen sind schlecht, weil die gehen so schnell kaputt. Und kann man nicht reparieren. Und Caduceus-Schild ist deutlich schlechter als mein super tolles Großschild des Artorias. Ja, so ist das. Ah. So, du Kristallmännchen, jetzt ist Schluss. Oh, ho, ho, da stehen sie alle ganz brav. Und Logan sitzt da hinten in seiner Zelle. So, da schreit fast nach Bogen-Action.
dass ich da diese kleinen süßen Würmchen da alle pullen kann. Pull mir gleich noch einen. Ne, geh aus dem Zoom raus und wechsel die Waffe, du Verrückter! Nein! Yeah, Epic Fail! Epic Fail in Dark Souls. Okay, ich scheiße auf den Bogen. Ich stimme jetzt einfach so rein und metzel alles nieder, was ich erwischen kann. Das hätte jetzt beinahe ins Auge gehen können, ne? Das Fiese ist, die Schweine kommen ja nicht mal zu euch. Das war ein guter Stich. Ah, ich habe die Schlangenmenschen vergessen, aua. Nee, 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 so geht's nicht, Leute. Die kommen ja von oben runter, ja. So, Backstep ins Kreuz. Ekliges, schuppiges Getier, du. So, dann machen wir noch die letzten hier. Ja, die brauchen eh nur zwei Schläge, das ist ganz praktisch. Aber passt nur auf, dass ihr Logan nicht erwischt, ja. Howdy, Logan! Wie geht's? Wie steht's? Alles klar? Hello again. What a chance meeting this is. Alas, I'm imprisoned once at the Arkham. The thought of fate as a student. Naja, das haben wir schon mal gehört. Guck mal, ich sperre die Tür auf. Oh, thank you very much. I'm saved. That makes twice. I must be sure to repay you. I will visit the archives. If I discover any new spells, I shall share them with you. Prepare to be impressed by the onward march of sorcery. Hello. Don't mind me. I'll head out soon. I wish to lay down. Gut, er lernt uns jetzt neue Magie, aber ich habe ihn eigentlich nicht deswegen gerettet, sondern wegen dem Item hier hinten, nämlich eine weitere Feuerhüterseele. Wuhu! Das bedeutet für uns natürlich, dass ich mir, beziehungsweise, dass ich meinen Flakon verstärken kann. Was ich jetzt auch ganz kurz machen werde, denn mehr Heilung ist ja nie schlecht. So, Heimkehrknochen. Oops. Dann kehre ich mal ganz fix zurück zum Feuerbahnschrein. Oops. Damit ich ganz, ganz fix meinen Flakon upgraden kann. Die Maximalstufe für den Flakon ist plus 7. Und ihr seht, ich habe schon plus 3. In einem Durchgang könnt ihr es, jetzt wenn ich richtig rechne, sie bis auf plus 5 upgraden. Ich glaube plus 5 ist machbar. Für alle weiteren Flakon-Upgrades, wie immer, New Game Plus, New Game Plus Plus und New Game Schlag mich tot Plus. So, auf jeden Fall geht's jetzt endlich weiter. Wir machen nämlich etwas Progress. Wenn ihr euch fragt, wo Logan sitzt, der sitzt hier links drinnen. Guck, da hat er sich niedergelassen, studiert und studiert. Hello there. I was expecting you. This place is truly magnificent. More than expected even. As promised, I shall share the new sorceries with you. And the secret of Seath's immortality. Ah. The secret of Seath's immortality. If you have fought him and were imprisoned, you must know that Seath is a true undead, different from ourselves. His wounds close promptly, and no mortal blow affects him, granting true insulation from death. His wounds close promptly, and no mortal blow affects him, granting true insulation from death. It is an effect of the primordial crystal. A sacred treasure pillaged by Seath when he turned upon the ancient dragons. So only by destroying
the primordial crystal, can you so much as scratch his hide? And it so happens, the primordial crystal is in the inner garden of these very archives, the Crystal Forest. Und das war jetzt ein sehr, sehr wichtiger Hinweis für den nächsten Bosskampf. So, wir können jetzt bei ihm einkaufen, wie wir wollen. Ihr seht, er hat ziemlich krasse Zauber. Allerdings nichts, was ich benutzen könnte, da ich ja nur Intelligenz von 10 habe. Farewell. Was euch, für, wenn ihr Zauberer seid, ganz wichtig ist, wenn ihr von ihm alle Zauber kauft, bekommt ihr nämlich noch einen Zauber von ihm, der jetzt so nicht in seinem Shop gelistet ist. Aber das werde ich euch wahrscheinlich nicht zeigen können, da ich ja kein Zauberer bin. So, hier geht's nämlich weiter. Wir müssen jetzt nämlich in den Garten dieses Archivs, so rum, nämlich in den Kristallwald, wie es Logan so schön gesagt hat. Und dazu gehen wir hier einfach mal durch die Nebelwand. Und fallen erstmal ein paar Meter, weil hier die Brücke ziemlich schmal ist und ich nach vorne gegangen bin. So, den Wald haben wir damals von hier oben gesehen. Von dieser Brüstung aus. Und hier wimmelt es von Kristallgolems. Eigentlich logisch im Kristallwald, oder? Na, wie verhältst du denn aus? So, die geben 1200 Seelen, das ist gar nicht so schlecht. Da vorne stehen drei auf einen Haufen. Und ich würde mal sagen, hier an diesem Baum ist ein schöner Ort zum Rasten. Und wir machen in der nächsten Folge weiter. Und dann geht es Sieve, dem Schuppenlosen, an den Kragen. Bis dann, Leute, in Wilma. Stay tuned.